Bereit, mein König. Sag dir, Nickes. Bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Aber nun... stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut! Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne! Für unsere Töchter! Für Sparta! Und herzlich willkommen zu einem Let's Play. Assassin's Creed Odyssey. Jawohl. Zack, Alter. Geh weg da. Hoppala. Mahlzeit. Was los da? RB erpacken. Okay, gleich der Angriff. Kurze NP und A zu rushen, okay. Und hier Special Moves. Aha. Na, Digga. So. Hoppala, dann bin gestorben. Zack, Alter. Zack, Alter. Na, wie schmeckt dir das? Na, wo bist du hin? Komm her. Zack, Alter. So, rein da. Wo du gebart wirst. Wie wird das mit A, ne? Oh ja. Yeah. Ja, die rein da von hinten. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Und blenden, treten und gewinnen. Auf links, ja. Schön. Ja. Warte mal, geh weg, weg, weg. Hoppala. Heiß, 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 heiß. Ja, was ist da los? Da. Brenn, Baby, brenn. Oh ja. Lecker Bratwurst, ne? Was ist mit dem da vorne? Brauchen wir Hilfe, ne? Kümmerlicher Spartiat! Ich bringe Xerxes deinen Kopf! Still! Nee. Xerxes schickt seine Schafe zum Schlachter! Komm, Perser! Ich bringe Xerxes deinen Kopf, du törichter Spartiat! Komm und hol ihn dir! Komm her!
Keine Attacke, warte. Macht er nix. Okay. Okay. Und ausweichen dort. Mein Sohn ist mehr Krieger, als du es bist. Wenn ich mit dir fertig bin, werden alle Söhne Spartas Xerxes Sklaven sein. Spartas Söhne sterben lieber. Das lässt sich arrangieren. Sparta tritt und... Ohne deine Armee bist du nicht mehr so vorlaut. Was? Warum blutest du dann so stark? Aber echt? Oh. Chuck herab. Kein Gegner für einen Spartiaten. Aber echt, hä? Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten, wenn Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Wie schmeckt dir das, hä? Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Wo sprach er? Großer Meister Leonidas, ne? Endlich. Wow, das ist Cas Lela. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay, los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist okay. Der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Ja, die maximale Vibration braucht man nicht nur, aber die Penetration normal. Immer ein Schritt nach dem anderen. Verstanden. Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Nimm mal alle. Gib mir alle Informationen, die du hast. Ich gehe da ganz sicher nicht ohne Hilfestellung rein. Ich helfe doch gern. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst. Wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber. Und an diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber... Du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre? Das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Ja, gelinde gesagt, ne? Ich würde Alexios. Nee, nehmen wir Cassandra, ne? So. Du bist es, Mädel.
Sie wird uns helfen zu finden, wonach wir suchen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Ei, ei, Captain. Und es wird geladen. Nachrichtentafel. Die Welt ist voller. Weiß. Kepalin. Insel. Da oben fliegt der Geier und unten sieht man seine Eier. Wunderschön. Fische sind draußen fischen, ne? Ja, einige Leute noch unterwegs. In einem Bötchen. Israel? Hast du geschmissen? Der Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Alter. Malakka! Ist auch Malakka, ey. Der Zyklop sagte, du spielst gern die Harte. Dann sei hart! Sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Zack, Alter. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Alter, du musst da. 2-1, Alter. Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Malakka. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Ach. In die Riesenhand. Malakka zum Gruße. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar. Bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Ikaros heißt der Vogel, okay. Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Eklor. Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Novus? Dann kann man Entscheidungen treffen. Sehr gut. Augenroll. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malakka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. So, der alte Stricher. Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also, Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem Geld? Weiß nicht. Ne, Drachmen, Alter. Was haben wir denn Drachmen? Ach, Drachmen. Wo genau ist der Weg nach Sammy? Wo kann ich Markus' neues, schönes Anwesen finden?
Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Okay. Klimper, klimper. Den Augen, zwinker, zwinker. Okay. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Cash in the dish, Rosanna. Alter. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Du, ich komme wieder. Oh ja. Oh, mein Kopf. Die leben ja auch noch. Okay. Entscheidungen. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtlich und verborgene Konsequenzen. Okay. Wege sie daher gut ab, dass sie manche auf die Story auswirken und dauerhaft Folgen haben. Mhm. So. Lass mit die Idioten gehen. Ihr seid tot. Dann würde zwar weniger gehen. Na komm, lass mal die mal. Genug jetzt. Sagt diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. Ich laufe hier nackt herum jetzt, ne? Janet. Oh. Bande der Bonusinhalte freigeschalten. Geh schnell da hin zu. Okay. Na? Bonusinhalte freigeschalten. König. Bonusinhalte freigeschalten. Mehrere Gegenstände wurden daher. In der nette Liste Bonusgeschichte. Ein sehr nützliches Geschenk von Markus an die kleine Cassandra. Aber gegen die Schläger des Zyklopen wird er mir kaum helfen. Was denn? Ja, was? Achso, Drachmen, 3 Stück, okay. Ich bin reich. Reich. Ah, klettern können wir auch, so, okay. Interagieren. Über hat wieder hier geschlafen. Armes Kind. Das ist doch kein Zuhause. Das ist der Zustand. Kiste? Sehen wir das an. Zerbrochener Bogen, Questgegenstand. Okay. Drücken wir hin. Ist die Sache anzusehen. Okay, Karte haben wir auch hier. Quests. So fängt es an. Okay. Inventare. Was haben wir da? Banditenschwert. Blutopfer der Dämmerung. Okay, Schwert selten. Okay. 66, 63, nein. So. Schmied gravieren lassen. Okay, dann kann man noch machen. Okay. Klamottentechnisch haben wir was. Kopfbedeckung leider nicht. Ärmeln haben wir auch nichts. Ah, hier haben wir was. Eine Tunika. Ausrüsten. Und ein Gürtel. Was haben wir da noch? Schuhe? Haben wir Schuhe? Nein, leider haben wir keine Schuhe. Das haben wir. Hüte der Zeit. Also, Fisch, okay. Da im Beutel haben wir auch noch was. Der zerbrochene Bogen, okay. Haben wir soweit alles? Quest. Okay, 4 Drachmen. Schauen wir mal durch die Gegend, was da los ist. Hoppala. Mhm. Da vorne ist was. Gehen wir mal zu den Fragezeichen. Durchsuchen? Schweinchen! Frag den Banditen. Warum Banditen? Okay. Ich bring dich um! Na, ich bring dich um. Na, bist du deppert, Alter? Den haben wir ja vernichtet. Sehr nice.
So, gibt es irgendwas zum Looten? Das ist eine Kiste. Sehe schon. Ja, durchsuchen. Ist auch was? Schwert haben wir gefunden. Na, man kann das schon benutzen. Wenn da. Ein Schwert. Das ist das gleiche, oder? Jetzt haben wir Titenschwert. Gewöhnlich. Zerlegen. Das. Okay. Hä? Warum blutig? War es mein Blut jetzt, oder? Gibt's hier noch was? Nö. Okay. 200 Meter. Kann man da laufen, richtig? Ist keine Suppe für uns? Schade. Durchsuchen? Oh ja, Cash in the Dash. Kann ich jetzt mit dem Boot fahren? Nein, nicht tauchen. Ich wollte mit dem Boot fahren eigentlich. Geht das? Tatsächlich. Juhu! Nice. Ja. Ah, das zieht dir richtig an. Cool. Was haben wir hier? XP haben wir gekriegt. Aussteigen. Hoppala. Liegt irgendwas? Oh ja. Money, money, money. 9 Drachmen. Immer mehr damit. So. Tauchen. So. Gibt es irgendwelche Schätze, oder? Fische haben wir hier. Schatzplündern steht da. Okay. Ist das der Schatz gewesen? Nein, das ist ein Drachmen. Das ist der Schatz. Suchen. Auftauchen. Zurück und nochmal. Der Schatz. Schatz. Durchsuchen. Nein. War nicht los. An diesen Unbekannten. Okay. Hey, 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 hey. Will kein Hai-Futter sein? Nein, nein, nein. So, jetzt aber. Wo ist der Schatz? Ich will den Schatz haben. Wahrscheinlich dort, wo die Haie sind, oder? Okay, da ist der Hai. Komm schon. Der Schatz sein. Ach, verdammt, ich muss raus. Ich bin sowas von tot. Strampel, kleines Mädchen, strampel. Da ist ein. Da ist was? Oder? Da ist ein Hai. Da ist ein Bye, bye, bye. Blöden Hai, ne? Delfin. Die Kiste, verdammt. Was zum Plündern? Sch-
Schatz gibt's hier? Auf da. Das hier könnte das sein. Richtiger Klettermax, ne? Die Frau. Und da liegt doch was. Na, sieh mal einer. Was meinst du? So. Hi, hi. So. Hier ist es. Ja, ja, das ist es. Das ist es. Und abhauen, 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 abhauen. Nein, 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 nein. Lass mich los! Arschgeige! Verdammt! Das war knapp, das war knapp. Alter Schwede. Ei. Ich bin fast bis erstmal gestorben. Was da? Ah, Y? Geht so lang? Beschleunigen A. Okay. Ach nö. Können wir nochmal das Ruder rumreißen? Nein, leider. Okay. Ich war nie hier. Okay. So. Hallo. So raufspringen kann der überall, ne? Olivenzweig oder Holz? Moin, ich komm auch rauf. Sehr gut. Aber nicht hoch genug. Okay, da kann man sich verstecken. Suchen. War was? Hä? Ah, hier. Da haben wir Eisenbrocken gefunden. Eine Hütte. Schauen wir mal rein da. Hallo, ich bin's. Cassandra. Oh, guck. Schauen wir mal. Okay, da ist ein Dorf. Hier, ne? Max Power. Fotos von Freunden. Zeigte mich noch nicht an. Ist verständlich. So, da waren wir. Dahin will ich. Dahin will ich. Dahin, dahin, dahin. Dahin. Ike Icarus. Okay. Probieren wir es gleich aus. Schwebemodus aktivieren. LT. Okay. Muss irgendwas sein, oder? Verstehe ich nicht ganz, aber... Ah, das sind Wölfe. Beschleunigen RT. Okay. Okay, das wirst du zum Schaffen, oder? Wir kloppen mal weg. So. Ja.
Na komm her. Was? Ich will jetzt kein Foto machen. Foto machen. Ah, speichert. Speichert. Ah, okay. So, bei mir ist da oben gewesen. Na. Suchen. Da war noch einer da. Servus. Du bist die böse Cassandra. Arme Hund. Was? Ding. Oh je. Weiches Leder. Was ist jetzt los? Achso. Abgeschlossen. Wetzenkörner haben wir gekriegt. Lecker Wetzenkörner. Kann man weiterempfehlen. Gibt's da oben was? Aber. Hoppala! Zu weit. Auf da. Kommen wir rauf? Ja. Wie der Spider-Man ist drauf, ne? Wie ein Spider-Man. Spider-Girl, hast du gesagt, ne? Gibst du was? Ja. Ja. So. Oder ein Board entdeckt oder so? Oder was das? Haben das geklappert? Ja, bekannter Ort. Macht er das nicht so, wie ich das will? So. Whee! Na, jetzt hat sie sich den Fuß gebrochen. Mal Karte schauen, warte mal. Was da? Ein dicker Ort. Okay. Gehen wir mal da entlang. Gehen wir dort entlang, okay. Was ist denn das? Hallo? Hallo? Was? Zu viel Tequila? Was? So. Hier gibt's nichts mehr zum Looten, oder? Nee. Warte. Da unten war ein Dorf noch, ne? Mal runter. Hopp, hopp. Okay. Schatz plündern. Höhle. Wo ist der Schatz jetzt so? Ikarus? Wo ist der Schatz? In der Höhle drin, oder? Wir haben gerade irgendwas da markiert, ne? Vogel? Markiert. So. Sich nach unten wahrscheinlich, ne? Oh ja. Damit suchen. Oh, Cassandra blutet wieder. Richtig hart. Da. So, tauchen. Okay. Schönes, da vorne ist es. Durchsuchen. Ah, schönes Röckchen haben wir gefunden. Haben wir das jetzt geschafft? Auftauchen. Schnell raus. Bevor wir sterben.
Komm schon, Mädchen. Auftauchen, auftauchen. Das war auch knapp. Aber wir haben es geschafft. So. Cash, 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 Cash. Löwenfangzahn. Okay. Ah, da hinten. Komm, komm, komm. Money, money. So, wir müssen noch eine Hütte. Ich gebe Blunderbad jetzt, ne? So. Ist nichts. Meh. Meh, Schaf, meh. Zu deiner Herde stehen. Den haben wir noch nicht. Hm? Okay. Gibt's hinten noch eine Hütte dazu? Kann ich laufen? Ja, ja, da ist auch. Mäh. Richtig verlassen das Dorf, ne? Ein roter Apfel haben wir gefunden. Ja, super. Oh, hoppala, entschuldige, Frau. Wer ist denn da? Hallo? Was ist denn? Ich verstehe deine Sprache nicht, obwohl wir im gleichen Land leben, aber ist egal, ne? So. Malak. Suchen. Was? Das ist, was gestanden ist, ne? Das Vogel. Was ist denn da? Okay, da ist ein Dorf. Das ist ein Typ. Noch ein Typ. Okay. Da bin ich. Der zeigt mich dorthin, müssen wir mal. Da bist du ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Marcos. So. Eliminieren. Zack, bumm, liegt er schon. Durchsuchen. Einen Ziegenkäse. Uns anschleichen. Da ist sie! Schnapp sie! Und ich bin schon wieder fort. So dankt ihr mir, dass ihr noch lebt? Keine Manieren. Okay. Du entkommst mir nicht. Bin schon gekommen, Alter. Auf Himmel. Na, parieren, das müssen wir noch lernen. Mädel. Scheiße, die Wandern. Zack, ungenutzte Ausrüstung zerlegen. Okay. Aufheben. Durchsuchen. Ist der was für uns? Mal Drachmann hat eingesteckt. So. Aber wieder mal einen Hinterhalt, ne? Der Gauner. So. So fängt es an. Okay. Sind da entlang? Ich würde eher da. Da hinten, ne? Ah. So. Da hin und dann da rauf. Oder? Ja, schauen wir mal hin. Gehen wir mal nach Quest. Schauen wir mal. Das muss das Weingut sein. Hm. Direkt vor mir. Mädchen. Oskarum, Rätsel finden. Schauen wir mal. Rätsel, Knacker. Nach oben, Vogel.
Da ist ein Schatz. Flieg mal noch höher, da ein bisschen. Ich sehe da nichts. So. Ein Rätsel soll man da finden. Das ist das Rätsel. Das markieren wir uns. Schatzkiste und so haben wir jetzt dann inzwischen, ne? Drin gibt es Pferde anscheinend, so auch. Da oben müssen wir auch hin. Okay, Icarus. Danke für deine Aufklärungsflug da. Wo ist denn jetzt unsere Mission? Da. Da hoch. Da ist das Ziel. Okay. Hopp. Pferdchen lauf, hopp, hopp. Von vorne rein, ne? So. Toll. Na? Komm da rauf. Hier. So. Runter. Attackieren. Reicht sicher. Asche zu Asche. Okay. Cash and attach. Gibt's denn was? Leider nein. So. Da oben ist ein Wolf. Da oben ist ein Schatz. Den holen wir uns gleich. Was ist mit den Typen da? Grüß euch. Gegenstand stehen, wenn du jemanden beim Stehen beobachten. Ihren Kopfgeld auf. Ah, okay. Ey. Aus dem Raum in Ruhe. So, böser Wolf. Okay, jetzt sieht mich keiner. Ist keiner hier? Stehlen. Ah, ja. Was war? Dios míos. Ay, caramba. Jo. Zoomen wir raus. Naja. Wo ist er denn? Der Markus. Hoppala. Ja, wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jede einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Cassandra, den Göttern sei Dank. Phoebe war rechtzeitig bei dir. Ich kann dir was über Trauben erzählen. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus. Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Pff.
Na, ich würde sagen, der weiß nicht, wie man Wein herstellt, ne? Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ach, so einfach ist das? Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, meine Beste. Sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, meine Beste. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Doris? Wie dumm kann man denn sein? Hör auf, ihm Geld zu geben. Er zahlt es mir immer zurück. Aber nur, wenn ich ihm drohe. Ganz genau. Alle gewinnen. Doris kriegt sein Geld, ich kriege meine Zinsen und du hast was zu tun. Gefalenia ist traumhaft, nicht wahr? Wo finde ich Doris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Cassandra. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Ja, wo soll ich das wissen, ne? Du Vorjahr. Du Kasperl, du. Wie soll ich die Sache angehen? Nicht wie bei diesem Olivenölgeschäft. Das war ein bisschen zu viel. Ich habe das Geld bekommen. Und jetzt kriegen wir nie wieder was von ihm. Wenn du alle tötest, hat niemand was davon. Drohung und etwas mehr. Kein Problem. Was kaputt machen? Na gut. Stiehl ihm das Geld, wenn es sein muss. Aber stiehl mir nicht meine Kunden. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Ich will meine Drachmen, Batman. Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... Sieh es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, meine Beste, natürlich. Such dir eins aus. Erzähl mir von dem da. Ah, Skyros. Du hast ein gutes Auge, meine Beste. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Wie eine Ziege, okay. Es ist ein Pferd, was gut klettern kann und ja. Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Das lässt dich nicht so richtig einschüchtern, ne? Das ist resistent gegen Kämpfe oder Knaller oder weiß ich nicht, Explosion. Okay. Mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Und dann, glaube ich, Kampf. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Das Rechte. Das da. Das Rechte. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Ja. Zähl den Scheiß, Alter. Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Markus. Alle gewinnen. Besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Ja. Phobos. Denk daran. Triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Doris hast. Ah, Euterpe. Es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phöbe wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Doris, Cassandra. Ja, ich würde sagen,
machen das das nächste Mal. Oh yeah, Stufe 2 nehmen wir noch mit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.